Hallo Mitspieler, mein Name ist Dalo Riot und ich begrüße euch zur vierten Episode dieser zweiten Saison des Imperial Netzwerks. Sag mal in der Reihenfolge. Whatever, ihr wisst, was ich meine. Wir sind hier an meiner Basis und ich habe schon ein klein wenig Steine gestapelt und habe mir hier einen kleinen Bunker eingestellt. Ja, sieht immer noch wie ein Bunker aus, da ich hier noch nicht mit Farben gespielt habe. Weil es gibt ja so viel zu tun. Ja, nochmal einmal komplett rum. Ich habe ein kleines Shuttle, was ich ab und zu mal verborge. Ist das etwa verbeult? Sehe ich da Beulen? Habe ich das verbeult zurückbekommen? Naja, nehmen wir es mal so wie das. Ist ja nicht so schlimm. Whatever. Ist ja auch bloß ein Übergangsgleiter sozusagen. Ja. Hier sind wir drin. Ne? Mit den Lampen, ja, da bin ich so ein klein bisschen auf Kriegsfuß im Moment. Die scheinen auch, ich würde sagen, buggy zu sein, weil die sich je nach... Ja, nach äußerer Beleuchtung, also je nach Mond oder Sonnenschein, auch ein wenig verändern. Also teilweise überstrahlen die Lampen, dann dreht man so ein kleines bisschen wieder runter, was ja auch eine kleine Arbeit ist hier bei mittlerweile 10 Lampen oder was das hier sind. Was sind das? 4, 5, 9, 10, 11 Lampen insgesamt. Dann hast du alle Lampen wieder umgestellt, dann verändert sich das draußen wieder, dann geht die Sonne auf. Dann überstrahlen die und dann überstrahlen sie wieder nicht. Dann verändert sich das hier drin. Dann ist sie hier drin zu duster. Dann sieht man nicht, verdirbt man sich die Augen. Also das ist irgendwie nicht so cool. Ja, aber irgendwas ist ja immer. Und wie gesagt, ist Early Access, da kann sowas passieren. Ja, ich habe mir einen Turf, also meinen Garten, so ein kleines bisschen hier abgesteckt. Ich werde das wohl noch mit Glas überdachen, aber darum werden wir uns jetzt nicht hier kümmern. Das werde ich schön zwischen den Episoden machen. Weil das wäre ja auch ein bisschen langweilig für euch. Ich bereite so ein klein bisschen was vor. Ich möchte auf den Mond. Ich brauche Ressourcen, denn ich will mir einen Beluga wieder bauen. Da hatte ich mir die Blaupausen mitgenommen vom letzten Let's Play. Und da brauche ich 31.000 Eisen und 10.000 Satium. Also die meisten Sachen habe ich erledigt. Doch beim Eisen, da hapert es noch ein bisschen. Das hier ist mir eine neue schöne Anbauschrankwand. Hier ist eigentlich alles drin, was ich brauche. Normalerweise steht die Station ja so ein bisschen voll mit Kisten. Ich werde hier auch noch Konsolen und ein Sofa und sowas all drinstellen, damit alt ein bisschen schöner aussieht. Pflanzen werde ich auch nicht vergessen. Ja, aber mir war erstmal Form and Function so ein klein bisschen wichtiger. Und hier habe ich jetzt eigentlich alle, ich habe hier auch keine Kisten mehr rumstehen, auch nicht in der Erde versenkt. Das habe ich jetzt hier alle komprimiert. Das ist im Grunde genommen wie beim letzten Mal. Ich zeige es mal von hinten mit ein wenig Licht. Das ist hier unten so eine kleine Raumschiff-Starterplatte. Da drunter, also praktisch hier drunter, ist der Kern. Hier ist ein kleiner Generator. Hier sind ein paar Tanks. Ja, ist ein bisschen rumgespringen. Nicht runterfallen. Sag mal, bleib doch mal hier drunter. Ja, so, jetzt. Hier haben wir einen Tank, der noch voll ist. Hier haben wir einen Tank, wo wir noch ein paar Batterien reinschmeißen. Und hier oben haben wir noch einen O2-Tanker. Die habe ich jetzt nicht am Mann. Ist auch nicht so wichtig. Brauche ja kein O2. Das ist praktisch für alte gesorgt. Hier haben wir insgesamt 5 Konstruktoren. Hier unten liegt einer quer. Die hier sind praktisch ist genau dasselbe. Wir sehen praktisch hier diese Seitenansicht. Und die benutze ich halt eben, wenn ich mit vollen Taschen ankomme. Alles voller Eisenerz oder was auch immer. Dann schmeiße ich die hier rein. Und habe die dann halt eben ein wenig schneller fertig. Und hier der große Konstruktor, der kann sich mit den wichtigen Sachen beschäftigen. Ja, das ist hier mein Eisen. Ich habe schon mal so ein kleines bisschen Platz vorbereitet. Also diese Stacks muss ich noch voll machen. Dann kann ich mir mein Raumschiff leisten. 10, 20, 30. Na, im Grunde genommen müsste ich das hier unten eigentlich auch noch als Eisen erklären. Ja, aber so genau werde ich es noch nicht machen. Also ich werde sicherlich dann noch mehr mitbringen. Weil ich möchte ja, wenn ich mir ein Raumschiff gecraftet habe, danach auch noch weitere Ressourcen haben und weitere Dinge bauen. Ja. Kisten sind alle einigermaßen voll. Die hier sind noch leer. Hier oben ist so, was ich so gefunden habe an Waffen und an Werkzeugen. Eine ganze Menge. Da die Stationen ja auch sehr jungfräulich waren. Mittlerweile sind sie nicht mehr hier die Crew auf Akua oder beziehungsweise auf dem Server. Die sind relativ wild, sage ich jetzt mal. Also gerade der P-Hero, der, wie man sieht, 395 Kills, der macht hier eine Station nach der anderen. Muss ich mich mit dem Let's Play beeilen? Habe ihm auch schon gesagt, hey, an Masperon gehst du, wenn es geht, nicht dran. Da gehen wir dann zusammen hin, damit ich im Let's Play auch mal so ein Raid zeigen kann in irgendeiner Art und Weise. Ja, aber wenn er den nun hochnimmt, wir werden sicherlich noch eine Season 3 irgendwann haben, weil es wird ja immer weitere Updates geben. Hier ein bisschen Baumaterial. Unter anderem... LCDs. Ist ja auch was Neues. Habe ich eigentlich auch noch nicht so viel mit rumgespielt.
So, haben wir davon mehrere? Oh ja, wir haben mehrere Formen. 0,5, 0,5 mit Rahmen. Ja, und kann man auch wieder auch nur auf eine gerade Fläche setzen. Also in dem Raum hier in den Ecken werde ich niemals was hinstellen können, weil ich keine geraden Flächen habe. So. Und ich hatte schon mal ein Display gesetzt. Da war dann unten aber oben. Das heißt, die Schrift stand auf dem Kopf. Das war ein bisschen doof. Warte mal, wenn ich jetzt hier ihn hier anmache, kriegt er oben und unten angezeigt? Ne, beim Raumschiff kriegt das angezeigt, aber nicht beim LCD-Display. Warum sieht das so? Achso, ist der Schatten, der sich nach links hier so wegwirft. Okay, gucken wir mal. Dann hier Text eingeben. Hello World. Ich nehme an, ein alter Standard. Wir sagen mal Schriftgröße 12. Oh, da sieht man schon. Ah, cool. Und diesmal richtig rum. Schriftfarbe. Ja, da. Müssen wir hier diese Pseudo-Bernstein. Hintergrundfarbe könnten wir auch verändern. Na, machen wir Black is Beautiful. Ja, und schon haben wir hier ein Let's Play. Let's Play. Ein Display. Kein Let's Play, sondern ein Display. Was wir beispielsweise über Kisten hängen könnten, wo wir dann draufschreiben, hier ist Werkzeug drin, hier ist Munition drin. Wir könnten Wegweiser irgendwo hinstellen. Wir könnten draußen Begrüßung. Also, ihr wisst selber, was man mit irgendwelchen Textfeldern anfangen kann. Finde ich ist eine feine Sache. Weil ansonsten hatte man ja nur das Texturierungsgerät, mit dem man Buchstaben auf jeweils ein so ein Viereck sprühen oder kleben oder malen konnte. Da ist das hier natürlich ein bisschen effektiver. Ja, coole Sache. Finde ich schön. Finde ich ist eine schöne Erweiterung. So, wie waren die anderen Größen? Die gucke ich mir nochmal jetzt hier an, weil ich so neugierig bin. Also ein Block mal zwei Blocks. Eins mal zwei mit Rahmen. Eins mal eins ohne. Eins mal eins mit. Ein halber Block mal eins ohne Rahmen. Können wir den dann auch setzen, wo wir wollen? Ne, der sitzt. Das Display sitzt dann immer mittig. Also man kann nicht entweder oben oder unten. Ja, das finde ich auch so ein bisschen schade, dass man, wie gesagt, in einem so ein Viereck auch bloß eine Sache reinpacken kann. Also wenn ich jetzt beispielsweise hier ein Let's Play hinmache, dann kann ich ja hier vor keine Blume mehr hinstellen. Nicht, dass ich das unbedingt will, aber nur um das so zu erläutern. Ich könnte, wenn ich das Let's Play hier, Let's Play, hey, sag mal, wenn ich das Display hier hinhänge, könnte ich da keine Lampe hinmachen. Das finde ich ist doof. Also da sollten sie ein paar Ausnahmen machen. Ich meine, dass sich so Blöcke überschneiden oder nicht überschneiden sollen, das kann ich verstehen. Wäre aber trotzdem beim Bau sehr, sehr hilfreich. Da könnte man viele schöne Sachen entwerfen. Da könnte man, ja, viele neue Formen könnte man ins Spiel bringen. Aber möchte man nicht. Tja, gut, wir sind nicht die Entwickler, wir haben da nicht die Entscheidungshoheit. Ja, aber ist ja auch so ganz schön, was wir haben. So, wir gucken mal in den großen Constructor, weil ich habe da noch einige Sachen gebaut, die ich gerne mitnehmen möchte, weil mein Plan ist, jetzt auf den Mond zu fliegen. Da gehen wir nochmal hoch. Aber ich kann ja auch erstmal meinen spärlichen Keller zeigen. Im Grunde genommen ist es nicht viel. Ich habe hier bloß einen kleinen Garten, diesmal Indoor. Und da könnte ich auch gleich, ja, könnte ich. Damit wir nicht verhungern, nehmen wir ein wenig Gemüse hier mit. Also jetzt bei diesem Ausflug, den wir jetzt gleich machen werden, werden wir nicht verhungern, weil ich ja auch essensmäßig vorgesorgt habe. Aber so kann ich mir denn hier wieder ein bisschen was in die Schublade legen. Ein neuer Meteorit ist da. Ja, und wir sind auf diesem Server, sind wir auch schon wieder 12 Personen. Also nicht gleichzeitig, nicht jetzt, aber insgesamt treiben sich hier 12 unterschiedliche Spieler rum. Das finde ich sehr, sehr schön. Hätte ich ja, wie gesagt, habe ich schon an anderer Stelle gesagt, nie gedacht, dass das so ein Erfolg wird. Ich meine, klar, wenn du jetzt ein richtig großer Let's Player bist, dann sind 12 Leute ein Lacher. Aber für mich als kleinen Let's Player ist das schon mal richtig geil. Ich finde das cool. Ich habe auch gestern, ja, mit Daten rumwerfen in so einem Let's Play ist immer ein bisschen komisch. Aber gestern habe ich das erste Mal 50 Klicks an einem Tag gemacht mit einem Video. Das ist für mich schon mal eine schöne Hausnummer. Finde ich richtig klasse. Also mit der letzten Empyrean-Episode habe ich innerhalb der ersten 24 Stunden mit der S203 habe ich 50 Klicks gemacht. 51, um genau zu sein. Finde ich schön. Weil man sieht doch, dass jetzt noch ein klein bisschen vorwärts geht, dass man ankommt. Ja, und deswegen machen wir das ja auch so ein bisschen. Also nicht wegen dem Ankommen, ich habe hier kein Ego-Problem oder sowas. Jetzt quatsche ich mir schon wieder um Kopf und Kragen hier. Wo willst du hin? Du möchtest hier hin, du möchtest hier hin.
Ist halt eben schön, wenn man sieht, dass die Arbeit gewürdigt wird, die man sich macht. So wollte ich es wahrscheinlich ausdrücken. So, wir gehen jetzt aufs Dach. Rumpeln uns hier langsam hoch. Dort hier oben, oh, ist an und für sich auch bloß nochmal, ja, dieselbe Hutschachtel wieder unten, ein klein bisschen versetzt. Ich plane noch eine dritte Etage, obwohl man so viel Raum ja gar nicht braucht, seht ihr ja selber. Im Grunde genommen wird das halt leer sein. Ihr könnt hier auch irgendwie eine Tür einbauen und hier drinnen mir ein Raumschiff entwerfen oder so. Also ein Hangar und sowas habe ich ja alles auch noch nicht. Das muss ich ja auch noch machen. Ich habe ja extra hier die Fläche genommen, wo ich rechts, links und so ein bisschen leer habe, ein bisschen Fläche habe, damit ich beispielsweise mit meinem Beluga, für den ich immer noch einen schönen Namen suche, irgendwie Platz habe. Ja, so ein kleiner Hangar unterirdisch finde ich auch immer cool. Ach, das wird schon. Wir steigen ein. Achso, nö. Steigen wir kurz mal wieder aus. Das Raumschiff kennt ihr. Oh, jetzt ist hier dieses Gewichtsdingens an. Also praktisch das Massezentrum wird angezeigt. Das ist jetzt wichtig, weil es kann durchaus sein, dass wenn das Massezentrum hier vorne liegt, ich glaube, das ist die Kugel hier. Die sieht man nicht, ein bisschen schlecht gerade. Wenn die nicht ungefähr mittig ist, dann kann es sein, dass das Raumschiff, wenn das Massezentrum hier vorne ist, immer nach unten zieht. Sozusagen. Da müssen wir jetzt auch drauf achten, wenn wir Raumschiffe bauen. So, ich hatte das doch abgestellt. Warum ist denn das noch an? Massezentrum an, Massezentrum aus. Strukturelle Integrität. Na, das ist ja doof. Ein bisschen buggy. Na gut, dann müssen wir da durch. Dann ist das halt eben so. Ja, das Raumschiff, das dürftet ihr kennen. Das habe ich ja schon im letzten Let's Play geflogen. Das wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen umarbeiten. Ey, man hat hier so viel zu tun. Wenn man so ein bisschen Pläne hat, sich das ein bisschen schön machen will, da weißt du echt nicht, was du zuerst tun sollst. Wo man aufgepasst, unten rechts werden immer auch die Entfernung so ein bisschen angezeigt. Und der Weg von der Oberfläche Akur bis Akur Moon, das sind 8 Kilometer ungefähr. Auch merkwürdig, wa? 8 Kilometer von Planet zu Planet. Da oben möchten wir hin. Ich würde gerne ein bisschen unverdorbenes Eisen mir besorgen. Weil auf Akua selber gibt es gar keine richtigen Eisenvorkommen mehr, sondern nur noch Meteoriten. Und mit Meteoriten, die muss man sich suchen. Das ist nicht mehr so wie in der letzten Version, dass wenn irgendeiner in der Fraktion einen Meteorit findet, dass er automatisch in der Karte vermerkt wird. Nee, nee. Selbst wenn ich jetzt einen Meteoriten finde, mich von dem Meteorit entferne, verschwindet er wieder von der Map. Ich weiß nicht, ob das ein Bug oder ein Feature ist. Das werden wir erst in der Zukunft erfahren anscheinend. Was ist das da? Was sind das da? Zwei für Himmelkörper da unten? Ist das was Neues? Nee, das sind einfach so. Scheint hier ein paar Meteoriten oder sowas. Oder entfernte Planeten? Ja, das war. Ja, wir kriegen hier auch in dem Asteroidengürtel rund um Akur, kriegen wir die Sartium-Vorkommen nicht mehr angezeigt. Ich glaube auch, dass das ein Bug ist, weil normalerweise hat man ja oben rechts in der Karte, hat man ja. Ja, dann die Asteroiden, wenn man Sartium braucht. Meine Sartium kriegt man hier auch auf dem Mond, da wird es dann wieder angezeigt. Aber schon komisch. Ein Haufen Veränderungen. Ja, und ich würde jetzt gerne hier auf dem Mond mir ein bisschen Eisen suchen, eine Eisenquelle. Und würde dort gerne auch so eine Sammlerdrohne mal setzen. Einige haben die schon am Start auf Akur. Und ich hätte gerne eigene. So, was ist denn das da vorne? Das könnte eventuell noch gefährlich sein, obwohl ihr auf Akur Moon eigentlich auch schon alles entschärft ist oder vieles. Ah, das ist die Drone Base. Die dürfte auch schon mittlerweile kaputt sein. Wenn nicht, wir sind bewaffnet. Wir könnten noch Bumm machen. So auf die Art. Ja, und hier wollte ich eigentlich auch irgendwie hin. Hier sind ja auch super Kristallfelder. Denn ich habe das Raumschiff voll, die Kiste des Raumschiffs voll mit Basisbauelementen. Denn wir hatten im letzten Let's Play, da haben sich der Jacer, war nicht, glaube ich. Rajest und Jacer haben sich hier hingesetzt und haben, abgesehen von dem schönen Dynabot, sie gebaut haben, hier ja, so ein Outpost gebaut in der Nähe dieser Kristalle, die wir für den Warp-Antrieb der großen Schiffe brauchen. Ja, und das heißt, man hat auf der Map bloß geguckt, wo ist die kleine Station, konnte dorthin fliegen und sich dann da dort schön Kristalle holen und auch ein bisschen Luft, wenn es mal eng wurde. Ja, und ich glaube, sowas brauchen wir hier eigentlich auch. Wo könnte man denn hier mal bauen?
Im Grunde genommen ist das ja auch egal. Aber ich werde ja schon mal, weil das hier echt eine schöne, saftige Gegend ist, wollen wir den Grundstein legen. Die Nummer, Sauerstoff. Wir haben einen Bohrer dabei. Okay, einfach wild erstmal den Klotz setzen. Unterirdisch müsste ich eigentlich ja nicht mehr. Aber ich bin mir nicht sicher, ob hier nicht doch noch irgendwo Drohnen rumschwirren und die dann hier an die Basis rangehen. Aufpassen, dass wir auch wieder rauskommen. Jetpack, wäre toll. So. Wo sind sie? Eigentlich. Was ist das da? Ist das die Drohnenbase? Ist das die Drohnenbase da hinten? Ja, ist die Drohnenbase, okay. Wir nehmen uns. Da müssen wir nochmal ins Schiff. Nö. Wie gesagt, hier habe ich alles schon ein klein bisschen vollgepackt. Möchte jetzt aber nur den Basisstarter haben. Und ihn an die Leiste. Und dann packen wir den einfach da unten rein. Basis gestartet. Gehen wir auf P und können hier schon mal das Teil Felder Bau. Ja, und Basis. Na, das reicht nicht mehr, okay. Ja, wenn wir dann im Bau wegnehmen, dann hängen wir das Basis da auch wieder ran. So. Ist erstmal noch privat. Cool. So, damit wir das dann beim nächsten Mal auch leichter wiederfinden. Gibt es ja noch eine kleine Beleuchtung. Sollte ich da schon Beton aufpacken? Weil ich würde ja gerne jetzt. Also jetzt das hier nicht fertig bauen. Ich würde ja gerne mir noch ein Eisenvorkommen suchen. Dort diese Drohne setzen und dann können wir ja hier auch weitermachen. Die Navigation, wie gesagt, auf Rollschuhen ist man hier unterwegs. Das ist ein bisschen schwierig. Ziehen wir hier einfach, ne, raus. Eine Platte rüber. Mit Steuerung gedrückt halten. Zack. Das Ding erstmal unter der Erde. Gut. Sagen wir mal, das ist einigermaßen geschützt. Den Rest machen wir dann nachher oder gleich. Wie auch immer. So, wir gucken mal auf die Bemappung. Wer treibt sich dann da rum? Oh, der Sweet ist hier. Neodym. So, machen wir jetzt hier kein Eisen mehr? Doch, da unten ist noch Eisen. Westlich mit ein bisschen Süd dabei. Auf geht's. Gucken wir mal von außen. Das sieht ja auch cool aus. Mal ein bisschen wegscrollen. Dazu muss man aber die Alt-Taste drücken. Oh, ja, der eiserne Vorhang. Das ist das Anfang und das Ende von der Map, habe ich mir sagen lassen. Wer fliegt denn da? Süd. Späßchen. So, Neodym. Wir wollen aber eilen, dass ich hier ans Lager komme. Das ist das Neodym und wir wollten wir da hin? Nee, wo ist denn mein Eisen? Oh, das ist ja schon eigentlich südlich. Süd. Ja, die Orientierung. Wir müssen hier dringend Wegweiser aufstellen, Straßen bauen und so weiter damit. Ja, aber so ist das Leben in Empyreon. Und das macht hier auch Laune aus, um mit den Leuten auf Teamspeak zu interagieren. Ey, jetzt sind es nur noch 66%, das war noch eben 100. Oder ist das jetzt ein anderes Lager? Wo ist die Grube?
Hat hier nicht einer gebuddelt? Müsste nicht auch dafür. Ah, da ist es. Da müsste doch ein Loch sein. So, dann machen wir hier erstmal schnell Mittag. Das dürfte erstmal wieder kurz reichen. Raus hier. Und hier ist das Eisen. Jo, dann nehme ich mir die Lampen, damit wir uns hier erstmal richtig schön einrichten, damit wir kuschelig haben. Und alle vier Ecken irgendwie. Gut, dann haben wir Licht. Ich würde sagen, ich mache diese Episode jetzt zu Ende. Ich beende jetzt diese Episode. Und wenn wir wiederkommen, dann habe ich das hier auch ein bisschen ausgehöhlt und dann werden wir zusammen hier diese Drohne setzen und uns das Ding mal angucken, wie das funktioniert. Gut, Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Episode wieder vorbei seid. Ihr könnt mich gerne abonnieren. Ein Daumen hoch wäre super klasse. Und natürlich könnt ihr auch auf den Server kommen. Informationen, die IP, wie der Server heißt, das Passwort findet ihr unter dem Video. Da gibt es einen Link zur Kanalinfo und auf der Kanalinfo Seite habt ihr diese Daten. Ja, und dann bleibt mir bloß noch eins übrig, und zwar euch einen wunderschönen Tag zu wünschen.